Das ZKM, Zentrum für Kunst und Medien, hat kürzlich ein neues ausstellungsbegleitendes Buch gemacht, das Katalog ist und trotz seines handlichen Formats noch viel mehr. Erschienen ist die Publikation anlässlich der Ausstellung Stefan von Hühne, What's Wrong with Art, in der wir uns gerade befinden. Philipp, du hast die Ausstellung kuratiert. Was sehen wir hier? Der deutsch-amerikanische Medienkünstler Stefan von Hühne setzt sich in seinen Installationen mit dem Thema Klang und Sprache auseinander. Oder in den Worten des Künstlers selbst mit der Frage, what is the vision of what I hear? What is the sound of what I see? Die Ausstellung umfasst drei Klanginstallationen aus dem Jahr 1997, die sich alle drei im Besitz oder in der Sammlung des ZKM befinden. In diesem Raum sehen wir die Installation What's Wrong with Art, in den Nebenräumen die Installation Die blauen Bücher und Eingangsfragen, Ausgangsfragen. Alle drei Werke setzen sich insbesondere mit dem Thema Sprechen über Kunst auseinander. What's wrong with art? What's wrong with art? Art is always right. Art is always right. La différence. La différence. Art is always wrong. Art is always wrong. Rechtlamm, Heft 11, Seite 8, 14. In der Klangskulptur Die blauen Bücher, das Werk mit den beiden Trommeln, werden Texte aus verschiedenen kunsthistorischen, populärwissenschaftlichen Führern eingesprochen. In die beiden Trommeln werden von hinten Dias der besprochenen Kunstwerke hineinprojiziert. Ein Aufbau wie in einer kunsthistorischen Vorlesung. Durch ein geniales Spiel von Linien und Blickverknüpfungen ist eine mehr oder minder mathematische Grundform der niederen Geometrie in diesen nur scheinbar barocken Aufruhr eingeschrieben. Das Werk basiert auf einem Text des Kunsthistorikers Martin Warnke, der mit dem Künstler in Hamburg befreundet war, in dem Martin Warnke in den 70er Jahren in einem Vortrag die ideologisch kontaminierte Sprache der Kunstgeschichte seiner Zeit analysiert und kritisiert hat. Wie wichtig dem Künstler Stefan von Hühne das Vermitteln von Kunst war, sieht man auch an den zahlreichen Briefen und an den Texten des Künstlers, die in der Publikation abgedruckt sind. An dieser Stelle lohnt es sich, das Buch genauer anzuschauen. Der Katalog hat 128 Seiten und ist unter der Herausgeberschaft von Peter Weibel und Philipp Ziegler im Hirmer Verlag München erschienen. Es handelt sich um eine Vorsatzbroschüre mit freiem Rücken. Das bedeutet, dass ein etwas dickeres, sogenanntes Vorsatzpapier ganzflächig mit dem Einband verklebt wird und auf der anderen Seite an den Buchblock geklebt wird. Der Rücken bleibt dabei frei und das Buch wird zusammengehalten. Für die Bindung des Buches haben wir uns für einen schwarzen Faden entschieden. Zum roten Faden des Buches. Das Buch wird eingeleitet mit einem Text von Yannis Hadjinikolaou, der sich mit dem Werk Stefan von Hühnes auseinandersetzt. Darauf folgt die fotografische Ausstellungsdokumentation, bei der man als Leser oder Leserin die Ausstellung beim Durchblättern des Buches quasi Raum für Raum durchschreiten kann. Anschließend folgen die bereits erwähnten theoretischen Texte, die den drei Arbeiten zugrunde liegen. Zwei der Texte sind verfasst von Martin Warnke und beschäftigen sich mit der Vermittlung von Kunst. Der dritte, titelgebende Text, What's Wrong with Art, von Stefan von Hühne, beschäftigt sich mit dem Phänomen des Ikonoklasmus, also der Bildzerstörung. Warum heißt es Mann mit dem Goldhelm und nicht der Mann mit dem Gelbhelm? Rembrandt hatte doch gelbe Farbe und nicht goldene. Dieses Blatt aus unserem Archiv ist eine Kopie aus dem Text
Museumsfragen von Martin Warnke, in dem der Künstler Stefan von Hühne verschiedene Stellen farbig markiert hat, die in seinem Werk Eingangsfragen, Ausgangsfragen eingesprochen werden. In dem Text wurden von Martin Warnke verschiedene Fragen des Publikums publiziert, die ein Museumswächter in der Gemäldegalerie in Berlin in den 1960er Jahren gesammelt hat. Zu hören sind in der Installation dabei Fragen wie zum Beispiel: Wo ist die Schutzmann-Madonna? Wo ist die Schutzmann-Madonna? Ist die Sixtinische Kapelle auch hier? Ist die Sixtinische Kapelle auch hier? Bei der Transkription für den Katalog sind die Fragen durch ein vorangestelltes Fragezeichen hervorgehoben. Dieses Blatt aus dem Nachlass Stefan von Hühnes befindet sich im Archiv hier im ZKM. Was umfasst denn der Nachlass von Stefan von Hühne und wann kam er ans ZKM? Der schriftliche Nachlass des Künstlers umfasst Briefe, Faxe, Skizzen, Notizen und Schaltpläne zu den Werken des Künstlers. Im Jahr 2015 wurde der Nachlass dem ZKM von der Witwe des Künstlers Petra Kipphoff anvertraut. Ebenso die Bibliothek des Künstlers mit über 700 Büchern. Wie kam es denn zur Auswahl der Archivmaterialien, die nun im Buch abgedruckt sind? Sowohl die Ausstellung als auch die Publikation haben zwei große Teile. Der eine Teil behandelt die drei bereits erwähnten Werke aus dem Jahr 1997. Zum anderen hat Stefan von Hühne auch eine lange Geschichte mit Karlsruhe. Er wurde 1992 durch Heinrich Klotz, den Gründungsrektor der Hochschule für Gestaltung, nach Karlsruhe geholt. An diese Hochschule im Aufbruch, die erstmals Medienkunst zentral in ihren Unterrichtscurriculum mit aufgenommen hat. Und die Kommunikation, die er damals mit Heinrich Klotz über die Definition von Medienkunst, die Möglichkeiten, Medienkunst zu lehren, geführt hat, diese Kommunikation bilden wir in der Publikation ab und wir denken, dass diese auch heute noch äußerst lesenswert und erhellend ist. Nachdem die Auswahl des Archivmaterials vorlag, haben wir überlegt, wie wir es grafisch präsentieren können, als Transkription oder als Scan. Aufgrund der besseren Lesbarkeit haben wir uns dann dafür entschieden, die Briefe als Transkription wiederzugeben. Gemeinsam mit den Grafikern von 2x Goldstein haben wir darauf Wert gelegt, dass die Eigenheiten von Hühnes Schreibstil originalgetreu wiedergegeben werden. Von Hühnes Mindmaps Is There a Media Art sind als Scans am Ende des Buches zu finden. Sie sind Skizzen für einen Vortrag über Medienkunst in Kyoto aus dem Jahr 1997, der Themen behandelt, die auch für unsere Publikation relevant sind. In der Sammlung des ZKM befinden sich ca. 15 Werke des Künstlers, darunter auch sein Hauptwerk Tischtänzer. Die Publikation schließt mit einer Biografie von Stefan von Hühne, der 1932 in Los Angeles geboren wurde, in den 70er Jahren nach Deutschland mit einem DAAD-Stipendium übersiedelte und im Jahr 2000 in Homburg verstarb. Bleibt noch die Frage, was ist falsch mit der Kunst? Stefan von Hühne würde sagen, alles. Und wer wissen will, warum, muss dieses Buch lesen.